Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Juveniles Ladies Box. Die gab es auf Amazon, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Immer wenn es diese Boxen gibt und ich das mitbekomme, mache ich dir auch immer einen Post in meiner Insta-Story. Und versuche das auch irgendwie mit in die Infoboxen reinzuschreiben. Das hatte, glaube ich, bei meinem Amazon-Haul-Video ganz gut funktioniert. Bei den anderen habe ich es irgendwie vergessen. Auf jeden Fall bin ich etwas verwundert. Denn normalerweise kosten diese Juveniles-Boxen ja so um die 10 Euro. Und die hat jetzt tatsächlich 16,95 Euro gekostet. Das heißt, der Preis sollte dann auch dementsprechend höher sein. Ich bin sehr gespannt. Juveniles ist ja so ein Online-Shop. Da kannst du dir auch die Produkte entsprechend kaufen. Die hier so drin sind, das sind so Teaser-Produkte, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Also das zeigt so ein bisschen, was es in dem Online-Shop gibt. Und du kannst dir die Box natürlich auch im Online-Shop kaufen. Ich habe da auch, glaube ich, gleich einen Gutscheincode, den ich dir in die Kamera halten kann, denn der ist üblicherweise in diesen Boxen mit drin. Ja, dann machen wir die mal auf. Hier ist immer an der Seite so zugeklebt, das finde ich ein bisschen unpraktisch. Das mag ich nicht so gerne, weil man dadurch ja so ein bisschen auch die Box kaputt macht, beziehungsweise nicht mehr so schön hat, aber gut. Die sind relativ klein, die Boxen. Aber sie haben normalerweise auch einen derben Wert, also da kann man sich nicht beschweren. Die ist hier so schön eingepackt mit dem Seidenpapier und einer roten Schleife, weil das die Ladies Box ist. Die Young Box gibt es auch noch, die stelle ich dir auch noch in einem separaten Video vor. Ich finde es schöner, wenn ich das so separiere. Und es riecht nach nichts. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und es gibt einen Rabattcode, der ist aber nur einmal pro Kunde gültig, 10% Rabatt, da kannst du ja mal schauen, ob du dir den abschreiben möchtest und ich weiß nicht, wie häufig der gültig ist, deswegen. Und hier sind dann nochmal die ganzen Produkte aufgelistet, das heißt, ich kann dir da auch die Preise reinschreiben, hier, voll gut. So, dann nehmen wir mal das erste Produkt raus von Ahava Dead Sea Water Mineral Hand Cream. Das ist eine Marke, von der du eigentlich im Prinzip immer was in diesen Juveniles-Boxen mit drin hast. Das ist jetzt hier eine Handcreme. Ja, eine schöne Größe von 40 Millilitern. Das ist ganz niedlich. Kann man gut in eine Handtasche mit reinpacken. Ne? Mir hatte das Duschgel, glaube ich, vom Duft her nicht so gut gefallen. So, ne, die ist weiß und etwas fest. Und die riecht eigentlich so nach nichts. Wirkt jetzt auf der Hand sehr reichhaltig, sehr angenehm. Doch jetzt, wenn ich sie reibe, riecht sie so ein bisschen süßlicher. Das gefällt mir. Doch, das ist eine schöne Handcreme. Die werde ich gerne benutzen, ja. Sea Kist, ne? Ob die jetzt irgendwas Spezielles macht, keine Ahnung. Ich lese das mal eben kurz hier. Eine luxuriöse, reichhaltige und mit Mineralien angereicherte Handcreme, speziell für die Pflege und den Schutz der Hände entwickelt, um sie vor Auswirkungen unterschiedlicher Temperaturen und täglichen Einflüssen zu schützen. Ja, das ist, ne, typisch Handcreme halt. Soll gut sein. Ja. Ja, und die ist vegan. Nee, die ist cruelty-free. Oha, die ist nur 6 Monate öffnenbar. Die muss ich das heißt, die muss ich jetzt dann wirklich an mein Bett stellen, denn die an meinem Bett wird jetzt auch leer, deswegen kriegen wir schon hin. Parabenfrei und allergiegetestet. Ja, die fühlt sich auch schön an. Doch, doch, doch. Gutes Produkt. Diese Maske hatte ich tatsächlich auch schon mal drin. Ja, die hatte ich schon mal drin. Aber ich weiß nicht, ob ich die in der Juveniles-Box mit drin hatte. Hatte ich die nicht sogar schon mal ausgetestet? Die Sao Natural Boto Mask Non-Injection. Ach so, Hyaluronic Wrinkle Filler 3D, also das soll im Prinzip machen, dass deine Haut, ja, die habe ich letztens mit euch auf Insta getestet, Leute. Das ist eine Gesichtsmaske, die halt so sein soll, als würdest du eine Botox-Behandlung kriegen, halt ohne Spritze ins Gesicht. Face, Neck and Eyelids, genau, das war diese merkwürdige Maske, wo ich aussah wie unfassbar. Guck auf Instagram, das steht tatsächlich, ich habe da so Highlight-Stories und ich habe eine Highlight-Story-Face-Mask-Time und die habe ich ausgetestet. Guck dir das an. Da haben sich sehr viele Leute drüber lustig gemacht, aber ich finde es sehr witzig. Die ist riesig. Die geht dir auch komplett hier den ganzen Hals runter. Ich fand die ganz gut von der Wirkung her, aber die ist, glaube ich, auch relativ teuer.
Ja, alle die Sao-Masken bestehen zu 99,9% aus natürlichen Inhaltsstoffen. Botomasks ist eine nicht injektive Korrektur von Altersveränderungen der Haut. Die Formel von 3D-Hyaluronsäurefüller basiert auf drei Arten von Hyaluronsäure, die tief in die verschiedenen Hautschichten eindringen und für mehrstufiges Lifting sorgen. Ja, ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, als wäre ich jetzt 15 Jahre jünger. Der Wirkstoffkomplex spendet der Haut intensive Feuchtigkeit, aktiviert den Prozess der Hautregeneration und Kollagenbildung und verbessert den Zellstoffwechsel der Haut. Ja, Leute, die habe ich jetzt letztens schon mal getestet. Ich fand die ganz gut. Die wird jetzt, ja, in diesem Video gibt es auch eine Verlosung, ne? Da kommt das mit in die Verlosungsbox mit rein. Okay, ich glaube, auch das kommt mit in die Verlosungskiste, weil Augencremes habe ich jetzt so viele. Vielen Dank, liebe Marie. Du hast mich für die nächsten 100 Jahre ausgestattet. Das hier ist von Hübner, ein Roll-on-Augenbalsam bei Tränensäcken, geschwollenen Lidern und Augenfältchen mit pflanzlichen Extrakten und Hyaluronsäure. Da haben wir 15 Milliliter drin und ist dann halt ein Sofort-Kühleffekt und das soll toll sein. Das kühlende Aloe Vera Gel spendet Feuchtigkeit, wohingegen das enthaltene Macadamia-Nussöl sehr wertvoll für die Pflege trockener Haut ist. Pflanzliche Extrakte aus Ackerschachtelhalm und Birkenblättern unterstützen ebenso die Elastizität und wirken straffend und beruhigend auf die sehr sensible Haut unterhalb der Augen. Die beigefügte Hyaluronsäure trägt zur sinnvollen Unterstützung der Pflanzenextrakte bei. Okay, das hört sich so an, als hätte ich schon mal so ein Produkt in der Hand gehabt. Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Keine Ahnung, ich glaube, das ist so eine Allerweltsbezeichnung, was man so draufschreibt, wenn man halt Augencremes verkauft, ich weiß es nicht. Ja, ist aber ein cooles Produkt, ne? Und ich glaube auch so das Highlight-Produkt, ja, so ziemlich in der Box, also ziemlich teuer. Das wandert auf jeden Fall weiter in die Verlosung in diesem Video, weil ich genug Augencremes habe. Dekorative Kosmetik, hallo, Liplakör, sehr schön, Liplacker, ein Lippenlack von Stage Color Cosmetics. 5 Milliliter, nur im autorisierten Fachhandel erhältlich. Oder in der Juveniles-Box. Jo. Was machst du? Farbe 344 ist das. Das ist wahrscheinlich so ein Liquid-Lipstick, ne? Mach ich mir mal drauf. Also, ne? Ist halt ein ganz normaler Liquid-Lipstick. Riecht, ja, kann man haben. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Der ist sehr klebrig, glaube ich. Der wird jetzt mal getestet. Fühlt sich wie ein sehr, sehr, sehr fester Lipgloss an, muss ich so mal sagen. Aber die Farbe finde ich voll toll. Und das ist jetzt, also, der zieht jetzt keine Fäden oder so. Das finde ich auch sehr praktisch. Und ich finde die Farbe auch eigentlich ganz cool. Das ist so eine schöne Alltagsfarbe. Die kann ich auch so im Büro tragen. Und ne, fall halt jetzt nicht so extrem auf. Habe aber was Dezentes, Schönes auf den Lippen. Das gefällt mir ganz gut. Ne? Der gefällt mir. Das ist schön. Farbe 344. Kann man sich mal angucken. Auf der Bar. Alter, der kostet 24,50 Euro. Ja, okay, krass. Auf der Basis von pflanzlichen Ölen pflegt er die zarte Lippenhaut und gibt den Lippen ein langanhaltendes Wohlgefühl. Damit Farbe weder auf die Zähne gelangt noch im Mundwinkel verläuft, Kosmetiktuch falten, straff ziehen, zwischen die Lippen halten und Mund kurz schließen, ohne die Lippen zu rollen. So bleibt der Lackglanz auf den Lippen erhalten. Okay, Moment, Kosmetiktuch. Ohne zu rollen, einfach drauf bappen. Jetzt habe ich doch gerollt. Ja, aber jetzt ist er doch quasi weg. Das ist doch jetzt nur noch so ein kleiner Mini. Das ist doch verarscht. Das finde ich ja nicht in Ordnung. Naja, egal. Ja, damit das Lippenprodukt, den nicht in die Fältchen rutscht oder nicht auf die Zähne gelangt, mache ich die einfach ab. Das ist der Tipp des Tages, Leute. Muss ich wirklich sagen. Schon schlau, oder? Nein, das fand ich jetzt ein bisschen bekloppt. Aber ja, cool, doch. Also die Farbe gefällt mir, das Produkt gefällt mir. Das fühlt sich schön auf den Lippen an und ja, kann ich mir gut für den Alltag auch vorstellen. Sehr gut. Und last but not least hast du als fünftes Produkt, denn du hast immer so fünf Produkte in diesen Boxen, von Marbert in Deutschland. Eine Anti-Aging-Care Lift for Age Protection. Anti-Aging-Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 15. Das ist so ein kleines Pöttchen. Und das hat 5 Milliliter. Das ist süß. Ist halt eine schöne Reisegröße, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Urlaub fahren würde, was ich nicht tue, könnte ich das mitnehmen und dann halt dort
nicht so viel Verpackung haben oder so. Das ist echt niedlich. Das ist echt süß. Das ist richtig süß. Das gefällt mir. Jetzt finde ich schon wieder knuffig. Ja. Ne? Ah, das ist aber auch noch verschlossen. Das heißt, ich lasse es auch noch zu. Ja, riecht nach Metall, weil das ist ein Metallverschluss. Und das hier ist tatsächlich Glas. Ne? Ist schon sehr hochwertig, weil das Produkt auch, glaube ich, sehr hochwertig ist. Ja, allein dieses Pöttchen kostet 6 Euro. Krass. Unter der Verwendung hochwertiger und innovativer Antifaltenwirkstoffe ist eine sanfte, straffende und festigende Tagespflege entwickelt worden, die die Haut langfristig mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt und sie aufpolstert. Jo, schön. Gefällt mir. Süß. Ja, ich bin ja so ein Mensch, ich teste mich ja gerne durch. Und meine Haut macht das ja auch so weit mit. Das Einzige, was meine Haut nicht mag, ist die Sonne. Ja, die jetzt gerade aktuell extrem scheint, aber wir kommen damit klar. Ja. Deswegen kann ich auch unterschiedliche Cremes so verwenden. Was ich aber mache, ist, dass ich nicht jeden Tag eine andere Creme nehme, sondern dass ich dann auch wirklich die Pöttchen, auch wenn es noch so kleine Pöttchen sind, aufbrauche. Das ist halt wichtig, weil so hast du das dann schon über einen gewissen Langzeitzeitraum. Und ja, ne? Dann funktioniert das auch alle wohl. So, jetzt ist es wieder richtig rum in seinem Pöttchen und wird dann bei Bedarf mal aufgemacht. Sehr schön. Mensch, schöne 5 Produkte und 2 davon kannst du gewinnen. Unsere Pizza ist fertig, das passt perfekt. Also, ja, mir hat die Box gefallen. Ich finde es dennoch etwas krass, dass sie den Wert der Box, den Preis für die Box so scharf angehoben haben. Ich blende dir aber mal hier den Produktwert ein. Das relativiert das Ganze, ne? Weil das ist schon ein relativ hoher Wert. Also ich würde schon sagen, dass wir hier bei, keine Ahnung, 60 Euro liegen. Dann macht das natürlich auch mit den 17 Euro für die Box, die man bezahlt, Sinn, ne? Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ja, und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.